Ja, willkommen zurück zu Diablo 3 Let's Play. Ich habe jetzt schon eine Weile wieder mal gespielt und ja, ein paar Zwischenbosse erledigt. Und ja, zack, ich bin Level 32 und ich muss zu dem Kristallbogen. Das heißt, dass Diablo kurz vor der Türe steht. Ja, da steht es auch schon, findet Diablo. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, wie ich Diablo bashe. In der Hoffnung, dass ich es denn überhaupt schaffe. Also mal schauen, ich bin extrem gespannt. Und hoffe, dass ich überlebe und jetzt nicht gleich beim ersten Mal fehle. Ich habe übrigens bei von den letzten Bossen richtig tolle Sachen bekommen. Also so ein bisschen ausgerüstet bin ich schon. Allerdings habe ich trotzdem ein bisschen Schiss, weil Diablo ist ja schon Diablo. Und so das oberste Übel überhaupt. Ja, erstmal anhören hier. Okay, ich bin ja ohne Scheiß, ich bin ja mal so gespannt, weil wie Diablo schon sagte, wo ist es hin? Unsichtbar. Ah, hier. Ja, wie schon, wie schon gesagt, halt, es sind alle Fähigkeiten in Diablo vereint. Alter Falter. Mein Hund, die sind auch schon tot. Ich versuche ein bisschen von weiter weg zu kämpfen. Holy shit, ey. Alter Falter, Diablo hat schon drauf, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Nein, lauf, Mist. Ah, aufgespießt nennt man das. Mal wieder Fluffy ruf mir. Fluffy ist fast genauso groß wie Diablo. Holy shit, ey. Die haut schon rein. Ach, übrigens, Diablo ist eine Sie. Ne? Nur mal so zur Information. Hat man auch gesehen bei Akt 4. Wow. Oh, ich bin ohne Scheiß so voll Adrenalin. Ja, bei Akt 4 in der Zwischensequenz. Okay. Wow. Cheater. Okay. Aus den Tiefen seiner eigenen Ängste aufgestiegen. Puh, das wird hart. Übrigens, das lackt etwas bei mir, was extrem nervt gerade. Nein. Aua. Ben, Schlampe. Oh mein Gott. Also Fluffy hält schon einiges aus, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Komm, stirb du. Lass mal Fluffy wieder beschwören hier. Und da wird er auch schon wieder groß. Wo ist er? Jetzt wird er hier sowas Zwischenboss-mäßiges. Komm, stirb. Ich hoffe, das lag nicht zu sehr bei euch. Also bis jetzt sind wir ganz gut dabei. Jetzt wieder was Schattenklon. Ach, das ist mal, das bin ich. Jetzt habe ich es erst gecheckt. Los, komm, ist fast tot. Nein.
Au, nicht wieder aufspießen. Fluffy, los, schnell, Fluffy, du musst mir das Leben retten. Das ist immer das Schöne an den, Viechern, die ich hier habe. Oh. Die, nehmen sozusagen die ganze Aggro. Und... Okay. Alles, was du jemals kanntest, alle, die du jemals geliebt hast, werden zusammen mit dir sterben, Nephalem. Ja. Los, jetzt müssen wir es aber schaffen. Vielleicht mal noch meine Hundis beschwören hier. Also hier muss man ja echt alle Skills betätigen, die man dann überhaupt hat. Nein, 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 schenk fest, schenk fest. Schenk fest! Lass mich raus, du Bitch. So, jetzt gehen wir erstmal eine Runde laufen hier. Weil ich noch keinen Trank benutzen kann. Oh, 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 oh. Ah, schön. Ein Heilbrunnen. Fluffy, schnell, wo bist du? Rette mich. Alter, die Porno-Skills hier, die Diablo raushaut. Nein, 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 nein. Ach, komm doch. Ich häng fest. Haut ab. Meine Hundis wieder beschwören, die bringen mir zwar nicht viel, aber egal. Hä, jawohl. Ein Skill von Diablo, meine Hundis sind tot. Also Fluffy, muss ich dann schon mal sagen, ist mir ein Scheiße. Jetzt ist er auch tot. Ein treuer Begleiter. Jetzt muss ich mal eben ein bisschen laufen hier. Nein, 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 nein. Ja, komm. Los, Fluffy. Jetzt. Sehr schön. So, Fluffy, nimm mal wieder die Akku an. Sehr schön. Ich stehe auch genau in den Strahl drin, ne? Sollte man nicht tun. Nicht sterben, Fluffy. Komm, wir haben es. Los. Jawoll. Diablo ist tot. Und Fluffy haut weiter drauf. Muss man... Ach so. Man muss weiter draufhauen. Jawoll. Ah, yeah. Schaut euch die ganzen gelben Sachen an. Was geht bitte? Ist mal hier... Oh je. Da liegt Diablo. Tot am Boden. Ich hab da noch was vergessen. So, bevor ich die aber jetzt anlabe, erstmal schauen, was wir so Schönes bekommen haben. Wow. Minus Leben, aber das ist mir egal, weil die Damage hier. Da. So, was haben wir hier Schönes? Naja, das bringt mir mehr Leben, allerdings 185 weniger Schaden. Dann was haben wir hier noch so Schönes? Okay. Auch schlecht. Und das hier? Barbar. Auch schlecht. Ja, okay, ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet von Diablo, aber egal. So, jetzt reden wir erstmal mit Auriel. Der Tag ist gerettet. Diablo ist besiegt und mit ihm alles Böse. Ich fürchte, dass es nicht das letzte war, was wir von den Dämonen und den brennenden Höllen gesehen haben. Die Zeit
wird es zeigen. Okay, Lasst uns gemeinsam. Okay. So, ja, mein Lieben, damit ist auch das Spiel beendet. Ich stand doch schon eben gerade eben da. Möchtet ihr zum Hauptmenü zurückkehren und ja. Das war's auch schon mit Diablo 3. Okay, ich kann in diesem Gebiet nicht porten. Dann werde ich jetzt mal eben gucken, ob ich hier raus kann irgendwo. Nee. Achso, hier steht das, sprecht mit Auriel, um eure Aufgabe zu beenden. Nochmal. Vielleicht habe ich Lyndon Unrecht getan. Der Tag ist gerettet. Diablo ist besiegt und mit ihm alles Böse. Achso. Ich fürchte, dass es nicht das letzte war, was wir von den Dämonen und den brennenden Höllen gesehen haben. Zeit wird es zeigen. So, okay. Ja, wie gesagt, das war's vom obersten Übel. Und wir sehen jetzt noch eine schöne Filmsequenz. Am Ende war es ein sterbliches Herz, das zwei Welten vor dem Untergang rettete. Und das oberste Übel für immer besiegte. Neuen Tages für Engel und Menschen. Denn die größten Verteidiger der Menschheit, die Nephalem, haben sich erhoben, um die Finsternis zu bekämpfen, der wir uns in unserem Stolz nicht stellen wollten. Meine Brüder, ich nehme meinen Platz unter euch wieder ein. Aber diesmal als Sterblicher. Da der Gerechtigkeit heute Genüge getan wurde, werde ich nun die Weisheit vertreten. Für diejenigen, die alles riskiert haben, um uns zu retten. Für immer werden wir einander zur Seite stehen. Engel und Menschen. Im Lichte dieses glorreichen neuen Morgens. Da könnte einem ja glatt die Tränen kommen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Diablo 3 durchgespielt, in Schwierigkeit Albtraum erwarten Sie größte Herausforderungen, epische Gegenstände. Ja, das werde ich auch als nächstes machen. Einfach auf Albtraum weiterspielen und ja, jetzt lasse ich mal eben noch den ganzen Mist hier durchlaufen und würde auch schon mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Part, dann im Modus Albtraum und ja, bis dahin, schönen Tag euch noch, tschüss!